Sophia, don't come in here. Oh. Why not? Es war so klar. Oh. Never mind. Warum nicht? Oh, das sieht ja cool krass aus. Das ist echt hübsch. Sophia, nicht folgen. Warum nicht, Schubs? Hä, das sieht aus wie eine Tür hier. Mhm. Okay. Also hier ist das eins. Soll ein Doorway sein? Das sieht aus wie ein Maulwurfsloch. Ja, es fließt ab, ne? Mhm. Aber es zeigt sonst nichts an. Nee. Oha, wie kommen wir jetzt zurück? Ah, das ist der Anfang, oder? Nee. Das ist nochmal was anderes. Oder? Nee, ist der Anfang. Da hat er mit der Peitsche die Dings geholt. Wir sind nämlich nur nach links, da war eine Sackgasse so. Und dann sind wir oben rein. Stimmt. Das heißt, bisher ist es echt übersichtlich. Das heißt, noch oben geht's dann wieder zurück. Genau. Da gehen wir nämlich auch die Treppen hoch. Wir sind nämlich gerade runtergerutscht. Mhm. Hier waren wir noch nicht, ne? Dann da lang. Oder? Oder waren wir hier schon? Okay, das weiß ich jetzt nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Ja. Nee. Guck mal, da ist auch wieder der Ochsenkopf-Typ. Guck mal hier, das war... Das sieht so cool aus einfach. Das ist richtig hübsch, diesen Verlauf. Weil die halt die Farbe ändern, die Pixel einfach nur. Ja. Wie ist das raus? It looks a bit wobbly. Was ist denn wobbly? Sowas porös? Wie wackelig, ja. Ach so, hier, bitte, ich will den Kopf haben. Nimm die Peitsche. Mhm. Get behind me, Sophia. Alles klar, er macht's. Da hast du deinen Kopf. Oh. Was? Ist ja krass. Moment. Ein Mechanismus. Wie schwer ist dieser Kopf bitte, dass diese Platte da unten nicht runtergeht, wenn wir da beide draufstehen? Stimmt. Und den hat er mit der Peitsche runtergeholt. Das muss ja schwerer als 150 Kilo sein. For all I know, it's the original Minotaur. They used to wonder why the Minoans were so obsessed with bull-headed figures. Come to think of it, I still wonder. Minotaurus. Wir sind in einem Labyrinth, ne? Oh, der Minotaurus. Wir werden ihm vielleicht noch begegnen. Sophia, get over here. Oh, what's going on, Indy? Ciao. Okay. It must be a primitive elevator of some sort. 3 Stunden später. Ups. Das ist aber nicht Sternhardt, oder? Guck mal, der Wasserfall. I always thought Mr. Otis invented the elevator. Yeah, well, this is our floor. Sehr geil. Geht der jetzt? Anspielung auf Otis. Wasserfall? Kannst du die... Mist. Wait, that was our ride. Nicht gut. Kannst du die Tonvase füllen mit Wasser? Warte. How nice. Wait, there's a chain running up behind the waterfall. It must be holding the elevator's counterweight. Ah, dann können wir da dran ziehen oder genau so. Genau. Ja, das ist eine gute Idee mit Wasser. I don't think that'll work. Nee, Chain habe ich gemacht. Achso, oh. Chain. Da. The clay jar is full of water. Ja, sehr vielleicht gut. Brauchen wir es noch. Ich weiß der Fisch nicht. Braucht auch Wasser. cool. Ja, die Kette können wir ja dann nehmen, wenn wir sie brauchen. Ja. Es ist Turner. Ernsthaft, was ist recht mit diesem Spiel? Du hattest recht. Der ist wahrscheinlich verhungert, weil er hier im Labyrinth nicht klargekommen ist. Wahrscheinlich. It's our old friend, Professor Sternhardt. Looks like he's starved to death. Na, er ist verhungert. How awful. I guess he knew a lot more than he let on. But not quite enough, apparently. Auch das. Yeah, we'll starve too if we don't find a way out of here. Ja. Immerhin Wasser da. Hier, Notizen. Guck mal, wenn man genug Wasser hat, dann lebt man ja 40 Tage mindestens. It's his note, let him keep it. Ernsthaft? Hä? Was? Was ist mit ihm? It says... Achso. I am convinced the map room lies beyond the next chamber. Alas, I cannot get past the gate. I need that orichalcum detector. Ah, den too bad for Sternhardt. He came a long way. Wie er es selber vorgelesen hat. Ja. Er lebt eigentlich noch. Guck mal hier. Ah, den brauchen wir für den Mund, bestimmt. Den langen Stab. Ja, stimmt. Dann muss er kotzen. Wenn wir den reinstecken. Oder für... Guck mal. Ich hab den nicht gesehen. Wir haben alle... This is the world stone that Sternhardt swiped in Tikal. Siehst du, er hat das nämlich rausgenommen aus der Gruft.
Ja, hast du recht gehabt. Okay, jetzt müssen wir irgendwie mit der Kette oder hinten nochmal gucken, ne? Ich würde erstmal hier nochmal rumschauen. Ey, was ist mit dem Spiel? Er ist der Björn, der erfriert, weil er zu dumm ist? Weil er zu viel arbeitet? Dann Stern hat, okay, der hat nicht gecheckt, dass es... Oh, Rockchips. Okay. Kleine Steinchen. It appears the elevator crushed at least one stone disc. Ach so. What? Hä, aber wir haben doch drei. Dachte ich auch. Gibt's noch mehr? I don't need a pile of pebbles. Okay. Ich dachte, eigentlich gibt's doch noch. Aber der Hinweis ist vielleicht noch wichtig. Der könnte noch wichtig sein. Ah. Gut, dass du gesehen hast. Wieder so ein Ding, was ich nicht gesehen hatte. Jetzt noch bei LucasArts. Aber ein anderer Raum. Das ist ein anderer. Und hier können wir keine Steine. Nee, hier ist... Wir können aber die Masken da durchwerfen. Dann landen die auf der anderen Seite vielleicht auf dem Ablage. Keine Ahnung. Warum sollte da ein Loch sein? Hier, ich look erstmal. Pulli. It operates the gate. I don't think that'll work. Schade. Ich dachte, er wirft die da durch. I don't think that'll work. Schade, vielleicht wäre okay, vielleicht mit der Peitsche durch die Tür durch? Das ist auch komplett sinnlos. I don't think that'll work. Und der lange Stab? Stimmt. Jetzt muss ich schon zweimal scrollen. Jetzt haben wir richtig viel Inventargegenstände. I don't think that'll work. Nö. Okay. Okay. Sternard hat halt sich eingeschlossen hier aus Gründen. Ah nee, der ist auch den Fahrstuhl runter wahrscheinlich. Aber der hat die Kette nicht gesehen hinterm Wasserfall. Oder konnte sie nicht alleine bedienen. Oder so. Stimmt. Immerhin sind wir zu zweit, das bringt ja schon was. So könnte man zum Beispiel einen hochbringen, ne? Der eine kann ziehen, der andere... Use chain. Hold on, Jones. Where do you think you're going? I'm climbing this chain. You'd better come back. Trust me. Ach so. Der klettert einfach die Kette hoch. Okay, dann hättest du ihn das auch machen können. Nee. Wo ist er? Kommt der jetzt hinter? Was? I hate getting wet. Alles klar. Er kommt halt da. Hidden Door zeigt jetzt an. Okay. Und jetzt müssen wir aber Sophia runterholen. Nee, wir müssen einfach nur diese Tür öffnen unten, dann kommt sie ja raus. Das heißt das, wir müssen jetzt hier nach links? Wir haben ja einige... Er hat ja... Here I go again. Oh nein, ich komme da gar nicht rüber. Ich komme nicht rüber. Ich muss vielleicht den Kopf wegnehmen. Aber jetzt kann sie rauf und wir können beide hoch, oder? Wenn wir den Kopf runterklatschen. Warum kommt sie Ach denn... Ach so. Nicht? It's too heavy. Und push? It's too heavy. Okay, nee, der bleibt da. Okay, der... Der fährt dann jetzt wieder hoch, aber... And there it goes again. Okay. Wait here. Wenn du oben bist, pack mal den Fisch aus. Der müsste ja dann irgendwie nach unten fahren. Ouch. So geil. Kommt er da einfach raus. Brr, that water's cold. Jetzt hat er was anderes gesagt. Und das finde ich auch cool. Also das ist wirklich nicht so, dass sich Dinge oft wiederholen, wenn man sie jetzt nicht tausendmal hintereinander macht. It's not pointing anywhere. There must not be any orichalcum nearby. Ah. Okay, dann gehen wir weiter. Ist zu weit weg wahrscheinlich. Ja. Wir können ja jetzt nur da lang, ne? Ja. Und wenn du es hier rausholst, den Fisch? Du kannst ihn, glaube ich, einfach nur anklicken, oder? It's not pointing anywhere. Okay. Dieser Geruch. Orichalcum. Das Geräusch. Waren wir hier schon? Nein. Nee. Okay. Sie ist jetzt immer nämlich von ihr getrennt. Okay. Und wenn du hier den Fisch rausholst? Sorry, aber. It's not pointing anywhere. Nee. Wahrscheinlich, wenn wir dann vor so einer Gittertür stehen, dann würde der was anzeigen, dass sie dahinter ist. Oder so, den haben wir. Ja, und da kommen wir her. Also können wir hier wieder zurück. Dann geh mal jetzt zu dem Ort, wo wir die. I don't need any old bones. Falsche Höhle. Entweder zu dem Mund oder zu dem. Genau. Sophia, lass mal zurück und wir holen uns die Gold. Die goldene Truhe.
So, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah ja, dann gehen wir da nochmal rein. Und hinten links? Ich glaube, da auch noch nicht. Also komm auf die andere Seite. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Cool. Also ich find's krass designt, weil es ist unübersichtlich, aber irgendwie auch so, dass man sich trotzdem noch zurechtfindet. Ja. Na nee, da war. Nee, da waren wir nicht. Hier waren wir noch nicht, ne? Immer dieses Wasser, ne? Ja. Ich glaube, du könntest halt überall den Krug auch füllen. Ja, das könnte hier sein. Hier ist gar nichts, auch hinten nicht. Wenn ja, hier Fisch ist eine rausholst. Tür, ne? Aber. It's not pointing anywhere. Okay. Das ist so ja, lustig. Ich glaube, das geht nur, wenn wir eine Etage tiefer sind. Ja, das stimmt. Vielleicht auch bei der goldenen Truhe oder so. Okay, oh, ich stehe voll auf diesen Pixel-Effekt mit dem Wasser. Ja, das ist echt hübsch. Der ist so cool. Auch hier unten. Hm. Das ist voll krass. Ja, da ist nix. Ne? Das könnte ich mir stundenlang angucken. So. Not again. Ach, Kacke. Das war die Tür. That still hurts. Aber hier bitte sind wir noch nicht lang. Ja. Ah. Da oben ist eine Tür hinten. Da und ist dann, eine Tür. Da geht's nur hoch. Da kommen hier jetzt noch eine Etage Tür. Hoch. So hoch waren wir noch nicht. Ah nee, wir sind gerade runtergefallen. Wir sind runtergefallen. Mhm. Jetzt sind wir auf derselben Etage. Ah ja. Wenn du den Fisch rausholst. Sorry, ich sag's immer wieder. It's not pointing anywhere. Dieses Geräusch, ey. Ich gehe erst mal ganz nach links. Oh. Das ist jetzt die andere Seite. Okay. Da war mal gerade. Ah, gut. Dann mal oben rein. Das kommt mir bekannt vor, aber Broken Column. It's just a chunk of crumbling masonry. I can't pick that up. Und Knochen will er ja auch nicht, ne? Nee. Will er nicht sammeln. Das wäre der. Bones of previous explorers, no doubt. Das wäre der Sammelgegenstand schlechthin hier drin. Oh ja, die Knochen. Okay, nee. Keine Staubkörner wie in Thimbleweed Park. Das wäre lustig. Dann okay. Haben wir hier auch alles. Können wir zurückgehen und wieder die Masken auf den Ding legen. Dann haben wir eigentlich überall. Ah nee, vorne nee. Hattest du noch eine, ne? Oder sind wir da gerade rein? Nee, aber bei den. Achso, ja, jetzt musst du erstmal wieder hoch. Jetzt musst du erstmal wieder hoch. Hoch. Jetzt musst du erstmal hoch. Aber hier. Das ist doch bestimmt diese Tür. The gate is locked. Das ist vom Anfang. It's not pointing anywhere. Da sind wir reingekommen ins Labyrinth. Ah ja, stimmt. Waren wir hier oben schon? Ja, da ist die. Ja, musst du auch hin. Geh mal hin. Da ist doch die Bullkammer mit, wo man den oben sieht, den Schaft, oder? Wenn man jetzt nach rechts geht? Oder links? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf irgendeiner Seite, ja, guck mal. Muss uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. Nee. Hier hatten wir alles. Ah, okay. Dann doch links. Ja. Ja. So, hier bloß nicht runter. Nee, und da die Köppe ruf. Ja. Wackel, wackel. Wackelt. So, und der gute Zeus muss auch. Jupp. Jetzt okay. Oben, glaube ich. Ne? Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Dafür bin ich bekannt. Nicht. Da. Und hier kommt dann diese Spitze irgendwo, mit der Box. Ja, ja sehr, genau. Sehr gut. Dann kannst du jetzt mal die lange Stange probieren. Ich dachte, die wäre für den Mund. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Achso. There, the counterweight is free. Ah, siehst du? Aha. Und jetzt können wir wahrscheinlich unten was machen. So. Könnte ich mir vorstellen. Oder mit der Peitsche vielleicht nochmal probieren. Also hier zeigt jetzt nichts mehr an. Noch der Schaft. Noch der Schaft. Dieser Steinobelisk.
Aber was können wir da... Gut, nee, dann gehen wir runter. Also... I don't think that'll work. Ich denke, wir müssen ja, ganz oben an dem Gewicht. Ist da noch irgendwo was an der Kette oder so? Nee. Zeigt gar nichts. Gut, dann können wir eine Etage tiefer gehen. Und da hinten kommen wir dann bestimmt irgendwie raus. Oder gehen wir rein. Ja, ja. Da ist ja noch eine Tür. Ja. Das ist cool gemacht, dass das auch realistisch ist, dass man dann runtergeht und stimmt. So. Stimmt. Ist ja auch nicht in jedem Spiel so. Das stimmt. So. Hier ist der Mund. Wenn du da jetzt die Stange reinsteckst. Haben wir die überhaupt noch? Ja, zum Glück. Rumble. Going up? Ach, das ist das Gewicht. Bleibt es jetzt? Ja, das bleibt. Oh, ein Glück. Ey, diese Stange, hätten wir die nicht gehabt von Sternhardt? Ja. Wären wir gar nicht weitergekommen. Siehst du, wären wir auch verhungert. Nicht, wegen Sternhardt sind wir nicht verhungert. So, wollen wir uns die goldene Luft angucken? Oder ist da eine Falle, wenn man die öffnet? Weil bei denen... Ich stimmt, weiß nicht. Aber man kann nicht sterben hier, glaube ich. Soweit ich weiß. Nehmen wir die Peitsche. There are two more beads underneath it. I'll take them too. Ah. It isn't open. Er denkt mit, na dann öffne mal, oder? Oder wollen wir damit erst zu Sophie? Alles. It's a gold box. Ach so, egal. Bestimmt verschlossen. Hä? Jetzt ist offen. Ah. It's an empty gold box with a lead lining. Ich sag nichts. Aber was hat er für Coins gesagt, die da drin sind? Ja, wieder diese Kupfer... Ach, hier siehst du, Ora-Dings. Orichalcum, genau. Ja, die brauchen wir doch fürs Necklace. Genau. Gut. Eigentlich, der Fisch müsste doch jetzt auf uns selbst zeigen, oder? Stimmt. Why, it's pointing at me. Sehr cool, dass du daran gedacht hast. Hätten wir das vorher rausgeholt, den Fisch, hätte er wahrscheinlich auf die Truhe gezeigt. Stimmt. Ach, und das ist wieder eine Sackgasse. Ach so. Oder ist, nee, guck mal, da ist ein Eingang, oder? Warte mal, hier ist, ach so, Burgen. Ach nee, das sieht da so aus. Das sieht wirklich so aus. Als er dann Vorhang davor. Das ist voll fies. Okay. Dass hier nichts ist. Aber können wir jetzt, sollen wir jetzt zu Sophia und ihr die, das Orichalcum geben? Ja. It's just a chunk of crumbling masonry. War irgendwo noch was offen im Labyrinth jetzt? Nee, ich glaube nicht. Haben wir alles, ne? Ja. Kann ich da problemlos rüber? Ja. Okay, krass. Nimmst du die wieder mit, oder? Dann falle ich hier gleich runter. Achso. Nimm die ruhig. Stimmt. Also, vielleicht brauchen wir ist die. Ist recht. Sicher ist. Ja. Ach, und diese Tür hat jetzt kein Geräusch gemacht, als sie runtergerattert ist. Was ist eigentlich mit dem Spiel, dass diese Perlen nicht in der Truhe waren, sondern da drunter lagen? Not again. Ich glaube, dieses Spiel hat irgendwas that still hurts. Dagegen, dass man Truhen füllt. Das stimmt. Dass Gegenstände in Truhen sind. Wo war sie denn jetzt? Ja, da. Ne, ist eine Sackgasse. Gut. Du musst irgendwo... wie sind wir denn da nochmal hingekommen? Weil das ist ja hier der Anfang, das stimmt. Nee, doch. Doch, und jetzt links, oder? Ach, jetzt sind wir wieder links. Hier. Nee, dann komm nee, da fällst du wieder runter, dann rechts. Nee, hinten, hinten. Ja. Da ist doch der Fahrstuhl. Oh, stimmt. Going down. Tja, Minotaurus. Haben wir ihn geköpft. Hoffentlich easy. Bleibt er auch verschollen. Sieht aus wie Haare, finde ich. Dieser Wasserfall. Du musst in die Kammer da hinten reingehen und dann den Fisch rausholen. Oder? Kann das sein? Obwohl, jetzt zeigt er ja immer auf uns. Was waren hier nochmal hinten? Es war eine Sackgasse, glaube ich.
Ach nee, das war die ein Gitter. Die konnten wir ja nicht öffnen. Egal, ich gebe ihr zeig ihr die mal oder rede mal mit ihr. Nee, geht ja gar musst nicht. Mit ihr reden. Okay. Dann.